Da ist sie wieder, die Stimme für Erfolg mit der Episode 074. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Stimme für Erfolg. Klang, Ausdruck, Branding und noch viel mehr. Mein Name ist Beatrice Fischer-Stracke und wenn du mehr über mich wissen willst, dann besuch mich auf meiner Webseite www.stimme-klang-haltung.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Ich befinde mich heute in schönen München, natürlich wie immer, aber bei Frühlingswetter, etwas wärmer ist es als die letzten Tage und ich sitze hier mitten in Schwabing, im Herzen von Schwabing an der Münchner Freiheit in den Signierräumen von Bettina Erbe. Sie stellt hier ganz tolle Räume, die sind wirklich extravagant und außergewöhnlich zur Verfügung für Coachings, für Meetings, für Workshops, alles Mögliche. Also jeder, der keinen eigenen Raum hat, ist hier bestens bedient, kann auch mit Catering sein. Aber der Grund meines Interviews ist heute nicht der Signierraum, obwohl der sehr gut ist, sondern wir werden heute über Coaching sprechen, über die Akademie, die Bettina Erbe leitet, und deswegen stelle ich sie mal hier in kurzen Worten vor. Bettina Erbe studierte Kommunikationswissenschaften, Betriebswirtschaft und Werbepsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dann ist sie lange Zeit war sie kommunikationsorientierte Führungskraft in Unternehmen wie der DAB Bank, dem Otto Versand, Bertelsmann Springer, AOL und Microsoft. Vor einigen Jahren hat sie dann den Standpunkt München als Franchising-Unternehmen von die Coaching Akademie übernommen und hat sie sieben Jahre lang sehr erfolgreich geführt. Vor zwei Jahren hat sie sich dann selbstständig gemacht mit ihrer eigenen Akademie, nämlich der Team Sys Plus Akademie. Darauf kommen wir auch später nochmal ganz gezielt zu sprechen. Und sie ist Gründungspartnerin der Team Sys Plus Beratung. Was das ist, wird sie uns dann auch noch erzählen. Dann engagiert sie sich darüber hinaus als Lehrbeauftragte der Hochschule für Angewandtes Management in Erding und ist Mentorin bei FAM Frauenakademie in München. Bettina Erbe, ich freue mich ganz herzlich, dass du hier zu dem Interview bereit bist und begrüße dich. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Bettina, habe ich irgendwas vergessen in deinen Ausbildungen? Nein, ich bin beeindruckt, was du recherchiert hast. Und ist ja auch immer sehr spannend, wenn man das so sich selber mal zuhört, sozusagen, respektive wenn ich dir zuhöre, wenn du über meinen Werdegang sprichst. Mhm. Ja, eine ganze Menge hast du ja vorzuweisen, ne? Ja, das dauert ja nun auch schon ein paar Jahre und es hat sich ja immer sehr schön ineinander gefügt, sozusagen. Das, was du eben vorgelesen hast oder vorgetragen hast, umfasst etwa einen Zeitraum von immerhin 30 Jahren. Mhm. Von daher relativiert sich das dann wieder ein bisschen. Aber es ist natürlich schon eine spannende Entwicklung, die Gott sei Dank auch jetzt noch anhält. Ja, ja. Bettina, deine Kernkompetenz lag ja ursprünglich im Marketing und im Vertrieb. Wie kamst du denn dann zum Coaching? Ja, das war ungefähr um die Jahrtausendwende. Da war ich Führungskraft beim Otto-Versand in Hamburg und hatte, um das mal vorsichtig auszudrücken, ein differenziertes Führungsfeedback bekommen. Im Rahmen so dieser Mitarbeiterjahresgespräche war das damals bei uns so, dass also nicht nur die Führungskraft sich mit dem Mitarbeiter hinsetzt, sondern auch dann die Mitarbeiter sozusagen ein Feedback an die Führungskraft geben. Und da waren ein paar Punkte drin, die weder mir noch meiner damaligen Führungskraft gefallen haben. Und so entstand die Idee auf Anweisung oder auf Einladung meiner Führungskraft doch im Rahmen eines Coachings da mal hinzusehen. Ich hatte damals keine Ahnung, was Coaching ist, habe mich aber gerne darauf eingelassen, das mal kennenzulernen. Habe mir dann auch eine Coachin in Hamburg gesucht, die mich also dort begleitet hat in diesem Veränderungsprozess, weil darum geht es eben beim Coaching immer.
Und das hat mich seinerzeit schon sehr fasziniert. Also ich dachte damals schon, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber das würde ich auch gerne können. Weil was mir daran so gefallen hat, respektive was ich so andersartig fand, war, dass es eine Arbeit auf Augenhöhe war. Also es war nicht diese klassische Beratung, die ich bis dahin nur kannte, wo einem jemand, der es vermeintlich besser weiß, nun sagt, wie es denn nun geht, sondern es war eine, ja, Entwicklung auf Augenhöhe, in der ich mich einfach sehr, sehr gut begleitet gefühlt habe. Und das hat seinerzeit den Anstoß gegeben, nicht sofort, sondern das war dann so 3, 4 Jahre später, dass ich mich selber in eine Coaching-Ausbildung begeben habe, weil ich das gerne lernen wollte und weil ich auch damals schon das Gefühl hatte, dass das eine gute Führungskompetenz ist. Also ich hatte gar nicht mal vor, mich selbstständig zu machen als Coaching, was dann später passiert ist, sondern ich wollte einfach meine Führungskräftekompetenz weiterentwickeln mit dieser Coaching-Ausbildung, was auch gelungen ist, denn ich habe immerhin nach Abschluss der Coaching-Ausbildung noch, ich glaube, 5 Jahre als Führungskraft erfolgreich gearbeitet, ehe ich komplett in die Selbstständigkeit gegangen bin mit diesem Beratungsfeld. Was hat dich denn an dem Coaching oder was fasziniert dich am Coaching direkt? Also zunächst mal ist es natürlich diese direkte Arbeit mit Menschen und wie schon so angedeutet, dieses Arbeiten auf Augenhöhe. Also diese Art der Wertschätzung, dieses den anderen respektieren in dem, was er ist und wie er ist und der feste Glaube daran, dass jeder Mensch das in sich hat, was er braucht, um gut durch herausfordernde Veränderungsprozesse zu kommen. Und dann eher so diese Haltung zu sagen, ich bin da Begleiterin, ich bin so ein bisschen Steigbügelhalterin, aber ich bin nicht diejenige, die die Kompetenz hat, sondern das ist mein Gegenüber. Und das habe ich ja mittlerweile jetzt übertragen auch, nicht nur in der Einzelberatung, sondern heute beraten wir halt aus der Teamsys Plus Beratung heraus eben nicht nur Einzelpersonen, sondern ganze Teams bis hin zu gesamten Organisationen im Rahmen einer Organisationsentwicklung. Ganz schön. Ja, ich muss auch sagen, mich hat es damals, also in deiner Ausbildung, als ich da war, auch sehr fasziniert, dass man wirklich, und das habe ich ja dann auch im Coaching erfahren, dass die Menschen wirklich im Grunde haben sie alles selber in sich. Sie wissen es nicht. Man muss als Coach sie dahin leiten, das freizuschälen, wo ihre Wahrheit dann ist oder ihre Antwort auf die Fragen. Ja, also dieser kreative gemeinsame Suchprozess könnte man fast sagen, in der neugierigen Forscherhaltung. Das ist einfach etwas, was mich nach wie vor immer wieder fasziniert und auch wo ich mich sehr bereichert und beschenkt fühle von Menschen, Teams, Organisationen immer wieder das Vertrauen auch entgegengebracht zu bekommen, dass das gelingen kann und dass ich oder wir da die richtigen Begleiter sind. Was erwartet denn einen Coachee, wenn er zu dir kommt? Die meisten Coaches kommen tatsächlich zunächst einmal auf Empfehlungen. Das heißt, die erkennen für sich den Wunsch nach Begleitung in einer herausfordernden, mehr oder weniger herausfordernden Situation, wo sie entweder selbst initiiert etwas verändern möchten oder aber manchmal ja auch fremd initiiert verändert werden. Vor letztgenannten hatte ich mich eben ja auch 2009, als ich mich selbstständig gemacht habe, als ich meinen Angestelltenjob gekündigt habe, auch als Outplacement-Beraterin selbstständig gemacht. Das sind da dann die Fälle, wo jemand zunächst mal nicht selbst initiiert beschließt, sich verändern zu wollen oder zu müssen, sondern wo er gelinde gesagt oder sie verändert wird. So. Und dann eben zu gucken, auf Basis von Empfehlungen, wer kann da eine gute Begleitung sein. So kommt meistens der Erstkontakt zustande, dass Menschen eben hier anrufen und sagen, sie sind mir empfohlen worden von. Ich habe da einen Veränderungswunsch und ich würde mich ganz gerne mal mit Ihnen darüber unterhalten. Ja, und dann kommt es zum sogenannten Erstkontaktgespräch, in dem wir einfach gucken, kann das passen, kann das gelingen? Unabhängig von den äußeren Rahmenbedingungen, ne? Wo findet es statt, was kostet es, wie lange dauert das, geht es natürlich auch immer um den sogenannten psychologischen Kontrakt, der da erstmal geprüft und geschlossen werden muss. Will einfach sagen, etwas landläufig, stimmt die Chemie. So, das ist natürlich ganz wichtig, weil das sind ja sehr individuelle Prozesse, um die es da geht und auch sehr vertrauliche Prozesse. Deswegen findet es ja auch sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das ist ein höchst vertraulicher Prozess. Das sind vertrauliche Gespräche, die eben in der Regel
wenn es nicht ganz anders gewünscht wird, hier im Senierraum dann eben auch stattfinden, sozusagen hinter verschlossenen Türen. Und das Erstgespräch, dieses sogenannte Kennenlerngespräch, ist natürlich immer erstmal kostenlos, weil da geht es ja wirklich darum, erstmal so zu gucken, um was geht es und bin ich da auch die Richtige. Ja. Es gibt ja unendlich viele Spezialisierungen in diesem Bereich und ja, ich bin eben häufig gefragt, wenn es um berufliche Perspektiventwicklung geht, also das mache ich eben auch ehrenamtlich hier für die Frauenakademie in München, als Mentorin. Das ist im Prinzip das Ehrenamt, in dem ich genauso arbeite, wie wenn ich von Unternehmen oder auch von Einzelpersonen bezahlt werde. Wer kann sich denn da melden zu dieser Frauenakademie? Also welche Coaches? Alle ratsuchenden Frauen natürlich. Ah, ja. Ne? Also es ist eben, wie der Name schon sagt, die Frauenakademie, das ist ein eingetragener Verein, der sich finanziert, einerseits ein bisschen natürlich auch aus Spenden, andererseits über Fördergelder, die eben dort die entsprechenden Angestellten, da gibt es eine Geschäftsführung und 2, 3 Angestellte, die sich dann eben drum kümmern, aus den entsprechenden Fonds die Fördergelder zu akquirieren. Und so laufen dort unter diesem Dach, wo es auch viel um Genderforschung und ähnliche Dinge geht, laufen eben auch immer Förderprojekte. Und ich bin dazu gekommen, ich glaube, das war so vor 3, 4 Jahren. Und damals war das aktuelle Förderprojekt, das nannte sich ZAK, Zentrum für angewandte Kompetenz. Und im Rahmen dessen ging es darum, Frauen nach der Familienpause wieder gut in den Job zu helfen. Ah, okay. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was wirklich sehr wichtig ist für die Frauen. Genau. Und insofern gibt es eben dort in der Frauenakademie dann eben eine zentrale Ansprechpartnerin, die dann ein Erstgespräch führt und eben sozusagen den Klärungsbedarf erstmal abklärt und dann eben die passende Mentorin sozusagen der Ratsuchenden vermittelt. Ah ja, interessant, ja. Bettina, mir ist etwas in Erinnerung. Du sagtest einmal in einem Gespräch, dass du Selbstwirksamkeit als wichtigen Punkt im Coaching betrachtest. Was genau verstehst du darunter und ja, und wie vermittelst du das? Also ich glaube, dass gerade bei uns Frauen wir uns häufig gar nicht richtig bewusst sind über die Kompetenzen, die wir haben. Frauen spielen das gerne runter, erachten das als selbstverständlich, so nach dem Motto, die inneren Stimmen, ja, das kann ja jeder, das ist doch nichts Besonderes und sind sich gar nicht darüber bewusst, welche individuellen Kompetenzen sie in sich haben. Und diese individuellen Kompetenzen als erstes Mal für sich zu erkennen und zu erspüren, ist schon mal eine wichtige Geschichte im Coaching und ist schlussendlich die Grundlage, um überhaupt selbstwirksam werden zu können. Weil wenn ich mir selber darüber nicht bewusst bin, welche Kompetenzen, welche Ressourcen ich habe, kann ich die natürlich auch nicht nach außen kommunizieren. Ja, ne? Und ich kommuniziere nach außen natürlich einerseits über Sprache, aber ich kommuniziere auch nach außen über Stimme. Ich kommuniziere auch nach außen über Auftreten. Ich kommuniziere auch nach außen über die Art und Weise, in der ich vielleicht Netzwerkveranstaltungen besuche. All das kann ich aber nur zielführend tun, wenn ich mir darüber bewusst bin, einerseits, was habe ich für Stärken, was habe ich für Kompetenzen, was habe ich für Ressourcen und andererseits auch den Willen habe, diese zur Selbstwirksamkeit zu nutzen. Also dann auch tatsächlich zielgerichtet zu sagen, wo gibt es denn Umfelder, in denen genau das gesucht, nachgefragt ist oder hilfreich und zieldienlich sein kann. Ja, sehr gut. Also insofern ist die Selbstwirksamkeit für mich so ein bisschen der Kern zum Selbstmarketing. Auch das kann ich nur machen, wenn ich mir darüber bewusst bin, wen möchte ich denn ansprechen, mit welchem Angebot, sprich mit welchen Kompetenzen und in welchen Rahmenbedingungen. Ja, gute Erklärung, danke. Du bist ja nun in einigen berufsspezifischen Netzwerken oder mit einigen verbunden und jetzt hast du selber ein Beraternetzwerk gegründet, nämlich die TeamSys Plus mit verschiedenen Partnern. Und ja, da interessiert mich jetzt natürlich, wie seid ihr in diesem Netzwerk aufgeteilt? Habt ihr da verschiedene Vergaben von Kompetenzen oder wie sieht das jetzt aus? Genau. Also der Name ist ein bisschen Programm, sowohl in der Akademie als auch in der Beratungsgesellschaft. Dieses TeamSys Plus steht eben einerseits Team
ist, glaube ich, selbsterklärend, ne? Wir treten in der Regel als Beraterteam auf. Das ist eher selten, außer natürlich in der Einzelberatung, wo man alleine unterwegs ist. Aber sobald es um Teamcoaching geht, sobald es um Organisationsentwicklung geht, treten wir selber als Team auf und beraten natürlich auch häufig Teams. Das SYS steht für systemisch. Das ist sozusagen unsere Grundhaltung. Und die haben auch alle Partner, die wir in der Team SYS Plus sind. Also alle Partner in der Team SYS Plus haben eine systemische Ausbildung. Meistens sind es Coaching-Ausbildungen, Team-Coaching-Ausbildungen, Organisationsentwicklungsausbildungen, aber eben in der systemischen Haltung nach den systemischen Ansätzen. Und das Plus steht tatsächlich für individuelle Pluskompetenzen unserer Gesellschafter und/oder Berater. Das heißt, das sind tatsächlich individuelle Kompetenzen und Ressourcen, die jemand hat. Beispielsweise eine Professor Dr. Eva Maria Graf ist Lehrstuhlinhaberin in Klagenfurt bei den Linguisten und hat habilitiert über die Sprache im Coaching. Hat natürlich eine Wissenschaftskompetenz, die in diesem Sinne bei uns in der Beratergesellschaft ihre sogenannte Pluskompetenz ist. Die hat nur sie. Diese Wissenschaftskompetenz hat in dieser Tiefe natürlich kein anderer von uns. Ich stehe natürlich als Person hier, klar, auch systemisch, aber natürlich mit einer sehr ausgeprägten Kommunikationskompetenz auf Basis meines kommunikationswissenschaftlichen Studiums und meine Führungskräftekarriere immer im Bereich Kommunikation und Marketing. Das ist also eine Fachkompetenz oder eine Feldkompetenz, wie man das in der Fachsprache sagt. Und so hat jeder Partner, und momentan sind wir drei, sozusagen das verbindende Element der systemischen Kompetenzen, und die gehen von der Einzelberatung bis hin zur Organisationsentwicklung, und hat dann aber eben individuelle Pluskompetenzen. Und das, was wir in diesem Trio sozusagen nicht abbilden können und oder wollen an Anfragen, an Kundenanfragen, erweitern wir uns dann sehr gerne mit Kollegen, die auch alle systemische Grundkompetenzen haben, aber dann eben komplementäre Zusatzkompetenzen, die wir selber als Kombination nicht abbilden können. Und das kann alles Mögliche sein. Das können Branchenkompetenzen sein, das können aber auch andere Beratungskompetenzen sein. Beispielsweise Digitalisierung ist in aller Munde. Ich selber habe gerade jetzt auch noch mal wieder eine Weiterqualifizierung gemacht für ein Beratungsprogramm von Unternehmenswert Mensch. Das ist auch ein Förderprogramm von der Bundesregierung unter anderem, in dem es darum geht, insbesondere klein- und mittelständische Unternehmen im Übergang in die digitalisierten Welten zu beraten. So, Digitalisierung ist also auch eine solche Pluskompetenz, die einerseits bis zu einem gewissen Grad zumindest ich selber abdecken kann. Wenn es dann aber tatsächlich in Bits und Bytes und technische Umsetzungen etc. pp. Geht, greifen wir zurück auf Netzwerkpartner, und das ist eben dann das erweiterte Beraternetzwerk, die sich aus unseren individuellen Geschäftskontakten oder aber natürlich auch aus meinen Akademiekontakten speisen. Ja, sehr interessant. Da habt ihr aber, deckt ihr ja wirklich ein ganz breites Spektrum ab mit einer gewissen kleinen Gruppe. Aber da du ja ein riesen Netzwerk hast, kannst du das beliebig einsetzen und erweitern. Ja, sehr gut. Das ist schon ein tolles Angebot. Du hast ja viele, viele Ausbildungen gemacht, jetzt auch noch als Coach. Und die letzte, die ich jetzt weiß, das war doch eine, da hast du eine Zertifizierung gemacht auf neurowissenschaftlicher Basis. Bitte erzähl unseren Zuhörern und Zuhörerinnen doch mal ein bisschen mehr darüber. Ja, ich habe ein berufsbegleitendes Masterstudium gemacht an einer privatwirtschaftlichen Akademie. Dort, der Inhalt waren neurowissenschaftliche, neurobiologische Grundlagen, die aber so konzipiert und zusammengestellt sind, dass sie eine gute Grundlage für eben Coaching und Veränderungsprozessmanagement darstellen. Das heißt, ich habe mich so 2 Jahre sehr intensiv damit beschäftigt, was in unseren Gehirnen da los ist, wie die Gehirnverarbeitung läuft, um daraus abzuleiten, einerseits natürlich, wie geht überhaupt gehirngerechtes
lernen, wie kann ich das in meiner Rolle als Ausbildungsleitung, als Coach, teilweise auch als Trainerin anlegen, sodass es Menschen leicht fällt zu lernen und andererseits aber auch zu gucken, welche Felder gibt es denn, die ich auch sozusagen im Rahmen der Akademie mit umsetzen kann im Hinblick auf Interventionen in der Veränderungsprozessbegleitung, die auch wiederum sich hirnphysiologisch möglichst förderlich auswirken, statt irgendwie hinderlich zu sein oder zu sagen, ja, wenn man es so oder so anlegt, wird es vielleicht eher behindert, dass sich Veränderungsprozesse mit Leichtigkeit idealerweise einstellen lassen. Und das lässt du ja auch in deine Ausbildungen. Ja. Ja, ganz klar, ja. Mhm. Also alles, was ich in meinen selber Fortbildungen mache, und auch da haben wir in der Akademie ein sehr strenges Qualitätsmanagement, all unsere Referenten und Ausbilder, und das sind mittlerweile, ich muss mal wieder zählen, ich glaube um die 12, 13 sind wir, haben sich verpflichtet, mindestens 10 Tage eigene Fortbildung im Jahr zu machen, und zwar nicht in der Rolle als Ausbilder oder Referent, sondern in der Rolle als Teilnehmer, als sich Fortbildende, als Lernender oder Lernende. Und all das, was wir in diesen verschiedenstartigen Aus- und Weiterbildungen erfahren, fließt dann im Rahmen unserer eigenen Ausbildungsangebote natürlich in die Konzeptionen der Ausbildungen ein, sei es Coaching-Ausbildung, Team-Coaching, Organisationsentwicklung, Projektmanagement. Jetzt kommt im Herbst neu dazu Strukturaufstellungen für Organisationsentwicklung. Und auch das natürlich im Rahmen von Partnerschaften. Es gibt Stammdozenten und Referenten und es gibt aber auch Gastdozenten und Referenten oder Kooperationsreferenten. Mhm. Also gerade diese Aufstellungen, die ich gerade ansprach, da bin ich selbst nicht Ausbilderin. Da werde ich sogar selber Teilnehmerin sein. Okay. Das wird sicher auch eine spannende Erfahrung, gleichzeitig Veranstalterin und Teilnehmerin zu sein. Genau. Und habe mir dort 2 sehr geschätzte Kollegen an die Seite geholt, die diese Ausbildung designt haben und auch hier im Rahmen der TeamSys Plus Akademie dann eben anbieten und durchführen werden. Und also wenn sich jetzt einer dafür interessiert, worum geht es da drin? Strukturaufstellungen. Für Organisationsentwicklung. Es geht darum, Veränderungsprozesse tatsächlich in den entsprechenden Kontexten mit menschlichen Stellvertretern aufzustellen und als Aufstellungsleiter eine solche Aufstellung zielorientiert moderieren zu können. Das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Deswegen ist es auch eine Ausbildung, die nicht 2 Tage dauert, sondern ich glaube, wir haben insgesamt 23 Ausbildungstage, die sich in etwa über ein Jahr erstrecken und in denen es zwischen diesen Präsenzmodulen auch immer wieder darum geht, die eigenen Erfahrungen natürlich zu reflektieren und wieder in den nächsten Ausbildungsblock mit einzubringen. Ja, sehr spannend. Also es ist sehr praxisorientiert, wie all unsere Ausbildungen. Ja, weiß ich ja auch noch, also von meiner Ausbildung bei dir, wir hatten ja auch dann Life-Coaches da, die von uns bearbeitet wurden. Exakt, ja. Ja, das war schon eine tolle Zeit, muss ich sagen. Und ich wollte ja auch noch darauf zu sprechen kommen, dass du eben verschiedene Lehrgänge anbietest. Welche sind das jetzt genau? Also wir haben jetzt an dieser Stelle machen wir wieder einen Schnitt und den zweiten Teil hörst du am nächsten Dienstag. In dem geht es darum, welche Angebote Bettina Erbe in ihrer TeamSys Plus Akademie hat. Und es geht auch um die Digitalisierung, die inzwischen jedes Unternehmen wohl treffen wird. Und natürlich geht es auch wieder um den Wert der Stimme. Und auch an dieser Stelle nochmal einen Hinweis auf meinen Ganztagsworkshop am 23. Juli in den schönen Räumen des Senierraums in München von Bettina Erbe. Und natürlich geht der Workshop um Stimme, wie du deine Stimme kräftiger machen kannst, denn eine kräftigere Stimme hat mehr Erfolg im Beruf und auch im Leben. Also hör wieder zu, ich freue mich auf dich, bis nächsten Dienstag. Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Du darfst gespannt sein auf die nächsten Episoden rund um die Themen Stimme und Erfolg. Es gibt interessante Gäste und Tipps, um deine Stimme ausdrucksstärker zu machen. Hast du einen speziellen Wunsch für eine Podcast-Sendung? Dann schreib mir unter beatrice@stimme-für-erfolg.de. Für mit Umlaut UE.
Und natürlich freue ich mich über Feedback auf iTunes oder auf meiner Podcast-Seite. Also, bis dahin, bleib gesund und stimmstark. Deine Beatrice.